Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu Camp Western, denn hier geht es jetzt sofort weiter und wir werden ein paar kleine Abenteuer erleben. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. That's all I need. Ich stehe hier mit Starlight und dem neuen Set, das ich ausgesucht habe. Ich habe mir den Sattel hier gekauft, den es hier vorne zu kaufen gibt. Den fand ich eigentlich ganz cool, weil es so ein schwarz-weißer Sattel ist. Und ich bin ja ein sehr großer Schwarz-Weiß-Freund. Und wir sprechen jetzt erst einmal mit Josh. Alles klar, Mandy, darf ich dir unseren Bullen vorstellen? Ja, von denen habe ich ja schon den Hut geklaut. Oder beziehungsweise nicht wirklich, weil ich mich nochmal neu eingeloggt habe. Siehst du den Hut da drüben? Würdest du mir den wohl holen? Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das Ganze funktioniert, weil die ganzen anderen Male, als ich den Hut holen wollte, fand der Bulle das nicht so toll, muss ich sagen. Jetzt mal gucken, wie man das am besten macht. Vielleicht, wenn er nicht hinguckt. Oh, jetzt sieht, wieso sieht er mich jetzt schon? Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich kann mir das echt gar nicht vorstellen. Aber okay, noch ein Versuch. Und wenn ihr einen Tipp dazu habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wie es funktioniert. Und eigentlich dachte ich, dass der Dung hier irgendwie so ein bisschen hilft, dass der mich denn nicht riecht oder irgendwie sowas, aber ja, vielleicht wenn er den Rücken, wenn er mir den Rücken zukehrt, das könnte vielleicht funktionieren. Gut, jetzt ist er erstmal nicht da, jetzt wurde er beruhigt, dann kann ich den Hut schnell holen. So, da ist er. Genau, wenn er mich nicht sieht, dann kann er mir nicht wehtun. Okay. Alles klar, gecheckt. Alles klar, gecheckt. Okay. Hier, bitteschön, ich habe den Hut. Wow, du Draufgängerin, das war gefährlich. Der Bulle zögert nicht, denn nimmt dich und dein Pferd auf die Hörner. Sei in der Nähe vorsichtig. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass du direkt losstürmst. Machst du immer alles, worum man dich bittet? Nein? Frechheit. Okay, du hast Glück. Denn ich habe die perfekte Lösung. Ja, was denn? Weißt du, was ein Tierabwehrmittel ist? Ja. Genau. Das Produkt erklärt er uns jetzt nochmal. Das klicke ich mal schnell durch. Kannst jetzt versuchen, den Hut zu bekommen. Okay. Habe ich das jetzt oder muss ich das jetzt nochmal einsetzen? Das ist die Frage da. Tierabwehrspray. Wie mache ich das? Das ist die Frage. Achso, ich glaube, das setzt automatisch ein, ne? Genau, da war ja was. Okay, wenn ich jetzt hinlaufe. Sprüh und weg ist er. Cool, okay. Alles klar. Das ist super. Das ist auch gut gegen die Wölfe dann. Alles klar, sei vorsichtig da draußen. Gut, okay. Eigentlich würde ich auch sehr gerne Goldklumpen sammeln oder irgendwie sowas machen. Aber wir sollten auch nochmal mit Gary sprechen. Denn ich bin die Tage jetzt noch gar nicht dazu gekommen, irgendwie groß was zu machen. Was natürlich echt ein bisschen doof ist. Für mich. Genau. Er will uns noch erzählen, wie man ans Gold herankommt. Genau, das sind die Felsen. Das weiß ich tatsächlich schon. Ist nicht so schwer. Deswegen brauche ich das jetzt nicht unbedingt nochmal durchlesen. So. Habe ich denn jetzt eine Hacke oder sowas? Die müsste ich mir erst bei ihm kaufen, ne? Schlüssel? Nee. Wo kriege ich denn so eine Hacke her, sag mal? Oder geht das auch ohne? Warte mal. Ich muss es mal ausprobieren. Vielleicht geht das ja auch ohne. Habe ich einfach eine mit? Ja. Ich habe einfach eine dabei. Sehr cool. Ich meine normal, dass man immer eine Hacke dabei hat. Hä, ich habe doch getroffen. So viel Gold. Sehr schön. Ja, da möchte ich mir sehr gerne ganz viel von kaufen irgendwann. Okay, das hat gut geklappt. Weil war ja auch gar nicht so schwer. Mit dir kann ich nicht sprechen. Mit Lisa? Ah, Lisa. Und was denkst du, Mandy? Willst du ins Goldgeschäft einsteigen?
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Hä, da ist noch mehr Gold. Das habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Na, dann nehmen wir das auch nochmal mit. Okay, ich mache auch nochmal hier die letzte kleine Quest. Die nehme ich nochmal an. Zack, zack. Ja, und das Doofe ist natürlich, dass ich das immer jetzt nicht geschafft habe. Das Event, ja gut, es dauert noch ein bisschen, das Event. Aber ich habe ein paar Tage komplett verpasst. Okay, das ist das mit den Lockmitteln. So. Das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich, dass ich das alles so verpasst habe. Okay, komm mit. Aber ich habe die ganze Woche gearbeitet. Und ihr wisst ja, wenn ich arbeite, arbeite ich von 9 bis 20 Uhr. Und dann kann ich nicht mehr so viel machen danach. Okay, letztes Ferdi. Habe ich eigentlich noch ein Lockmittel? Oder habe ich jetzt gerade eins bekommen? Das kommt, wenn man sich das nicht durchliest. Ja, habe ich. Ah, sie sieht aus wie meine May. Meine wunderschöne kleine May. Okay, und Pferd Nummer 2. Anforderungen erfüllt. Ja, auch nicht so schwer, ne? Auch ganz easy. Ist das nicht toll? Du hast es geschafft. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Alles klar. Auf zum nächsten Ausrufezeichen. Denn die möchte ich schon schaffen, mal die Ausrufezeichen. Okay, einfach mal hier so quer rüber. Denn Josh hat mal wieder irgendwas zu sagen. Gucken wir mal, was Josh zu sagen hat. Oh Gott, ich kann seinen Namen schon gar nicht mehr aussprechen. Wie ich sehe, gewöhnst du dich langsam an das Ranch-Leben. Würdest du wohl mal mitkommen, bitte? Oh, Josh, was willst du denn? Ich war auf der Ranch unterwegs und habe da diesen Schlüssel gefunden. Ich denke, der könnte etwas mit ein paar Halbstarken zu tun haben, die sich neuerdings The Bellen nennen. Sie machen uns bisher keinen Ärger, aber wir sollten ein Auge auf sie haben. Lass sie uns suchen. Okay. Mal sehen, was es mit diesen Rebellen auf sich hat. Da bin ich auch gespannt. Da habe ich auch noch so gar keine Ahnung. Hi, Joshi. Sind wir nicht eigentlich ein schönes Paar? Nur mal so gesagt. Nur mal so unter uns. Schon, ne? Passen schon echt schön zusammen. Warte mal, wie kann man die dann am besten hier zu zweit fotografieren? Sind ein bisschen weit auseinander, leider. Ja, klappt nicht ganz so. Schade, ich wollte ein schönes Pärchenfoto machen. Okay, aber ab zu den Rebellen. Oh, da hinten. Da hinten glitzert es schon. Was ist denn da los? Hallo. Oh, Hallöchen. Ich habe was verloren. Was? Ach so. Mein Picknickkorb. Ich war nur hier in der Nähe. Ich war östlich der Starshine Ranch. Bitte sag Bescheid, wenn du das gute Stück findest. Okay, östlich der Starshine Ranch. Hier sollten wir uns umsehen. Hey, guck mal da. Da steht eine Truhe. Oh, so sieht die aus. Okay. Die Rebellen scheinen nicht in der Nähe zu sein, aber der Wolf könnte zum Problem werden. Ich halte Ausschau nach weiteren Wölfen und du versuchst, die Truhe aufzukriegen. Da läuft der Wolf. Pass auf den Wolf auf. Du musst dein Köpfchen einsetzen. Aber ich habe noch einen Spray, oder? Ja, ich habe noch einen Spray. Okay, ich versuche trotzdem, mein Köpfchen einzusetzen. Warte, verstecken. Kurz im Busch verstecken. Ja, der kann uns bestimmt auch nicht sehen und riechen, ne? Okay, nächster Busch. Komm schon, Starlight. Wir schleichen uns hier voll an. Oh. Okay, nächster Busch. Als ob das klappt. La, la, la. Oh, oh, wir tun so, als wenn wir auch ein Wolf sind. Da, da, da. Ahu. Okay, jetzt könnten wir es theoretisch eigentlich nehmen. Wie, ich muss absteigen? Bitte nicht. Ja. Oh, damit sein... ja. Psst, psst.
Ich brauche mehr von diesen Abwehrspray, wirklich. Voll wichtig. Habe ich jetzt welche bekommen? Ja, ich habe noch zwei. Na, ist das nicht schön, Mandy? Ich denke, unsere Mission hier ist abgeschlossen. Okay, kehre zur Ranch zurück und bereite dich auf das nächste Abenteuer vor. Wir reiten zur Ranch zurück. Genau, östlich hat sie was verloren. Muss ich mir nochmal merken. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch finden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ach ja, übrigens. Oh, das sehen jetzt bestimmt wieder gerade nicht mehr viele. es gibt jetzt ein neues Feature für die Kanalmitglieder. Und zwar gibt es ein Tagebuch, wo ich fast täglich immer mal ein paar Sachen reinschreibe, was so passiert und was so Neues ist und sowas und was so Neues kommt und was ich erlebt habe und so. Und ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, muss ich sagen. Und macht echt Spaß. Wir sind heil wieder angekommen. Danke, dass du mitgekommen bist. Das hat Spaß gemacht. Jetzt kennst du dich auf der Ranch bestens aus und du hast dich sogar gegen einen furchteinflößenden Wolf bewiesen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du ein paar Abenteuer erleben gehst. Ich freue mich schon darauf, wenn du am Lagerfeuer davon erzählst. Alles klar, gibt's noch ein bisschen Spray? Okay, geh und hab Spaß mit deinen Freundinnen. Schön, dass ich meine Schillinge jetzt auch wieder voll habe. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch wieder vielleicht zwei oder eine neue Frisur kaufen. Das wäre ziemlich cool, muss ich sagen. Wir können allerdings, oh Gott, wir können eigentlich so viel machen, ne? Wir können die Goldklumpen sammeln. Wir können hier stehen bleiben einfach. Östlich, warte mal. Genau, das will ich jetzt noch gucken. Irgendwo hier östlich. Okay, da müssen wir natürlich echt suchen. Warte mal, und was bist du? Ein Huhn, das wir zurückbringen können. Ja, ich bringe es zu Mary. Ach, das ist für Mary nur. Okay. Ja, etwas Futter. Naja, lassen wir das Hühnchen erstmal. Ich würde nämlich auch gerne nochmal dahin, wo die ganzen Wölfe sind, weil ich habe noch zweimal Abwehrspray. Genau, und hier sind noch ein paar... da ist ein Schlüssel. Und das ist nämlich auch der Stern. Genau, den habe ich das letzte Mal, als ich die News gesehen habe, schon erblickt. Und ich wollte ihn einsammeln. Zack. Stern gefunden. Sehr schön. Ja, hier ist nämlich alles voller Wölfe. So richtig krass. Ich würde schon ein bisschen aufpassen, weil die Abwehrsprays sind ein großes Gut. Oh, hier ist noch so ein Teil. Das nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Zack. Ich habe doch getroffen. Okay. Mitnehmen. Das klingt so schön, ne? Ach, Level Up. Könnt Level Up machen. Machen wir später nochmal. Okay, hier ist halt alles voller Wölfe. Das sind halt wirklich, wirklich viele Wölfe, möchte ich mal sagen. Am besten wäre, wenn der Wolf hier mal weggeht. Ja. Dann könnte ich nämlich so hinten rum. Hallo, Wolf. Okay. Das hätte ich eingesammelt. Zack. Ich hoffe, dass mir hier kein Wolf entgegenkommt. Hallo. Und hier sind so viele Wölfe. Da hinten ist eine Truhe. Oh Gott, wie kriege ich denn die Truhe? Vielleicht mache ich das zu Fuß. Es sind wirklich... Ich sehe nur Wölfe hier. Ist hier die Wolfshöhle schon? Okay. Oh nein, er hat mich gesehen. Ja, zuf. Oh, die geht aber so langsam, ne? Ah,
Also es schleicht sich so krass langsam an, dass der nächste Wolf gleich hierher kommt. Oh nein! Oh, das war's mit meinem Abwehrspray. Das letzte. Okay, ja. Möchte ich bitte mitnehmen alles? Okay, wenigstens habe ich die Kiste jetzt. Warte mal, wo ist denn der andere Wolf? Ich glaube, ich bin zu laut, wenn ich da langlaufe. Ich lasse es lieber. Ich gehe lieber zurück zu meinem Pferdi. So. Okay. Und jetzt müssen wir uns erstmal irgendwo ein bisschen in Sicherheit bringen. Ich habe auch keinen Schlüssel mehr. Oh, Wolf. Ich sag ja, alles voller Wölfe hier. Die ganze Gegend ist voller Wölfe. Das ist unglaublich. Sehr schön. Das hätten wir zumindest geschafft. Ein bisschen Gold eingesammelt. Und das Level-Up möchte ich jetzt gleich mal machen. So. Einmal Level-Up, bitte. Oh, es sieht auch... Oh, Mist. Habt ihr gesehen, dass beim Fotomodus Fehler sind? Für mich ein bisschen ärgerlich tatsächlich, weil ich da ja so... Ich mache ja so gerne Fotos und die Thumbnail auch damit. Und das... Ist jetzt gerade nicht, aber eben war es auch falsch. Denn, oh, das mache ich mal kurz ein Foto, ja? Es tut mir leid. Obwohl sie sehr schielig aussieht mit den Augen so, ne? Krass. Sieht irgendwie, sieht schon lustig aus. Wenn man eine Animation macht, dann, sobald man den Fotomodus klickt, geht sie wieder in die Ausgangsposition zurück. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Weil man halt keine Animation aufnehmen kann. Außer die ganz normale Charakteranimation. Wenn man so steht. Genau, die ganz normal. Aber sobald es ums Winken geht, ja, geht sie wieder in die ganz normale Position zurück. Ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber naja. Was soll man machen? Ich hoffe, das fixen sie bald, weil das finde ich schon eine echt wichtige, ganz, ganz wichtige Funktion, dass man da im Fotomodus ein bisschen fotografieren kann mit selbstgewählten Animationen. Das wäre schon toll. Guck mal, hier auch wieder ein Level-Up. Okay, jetzt will ich nur gerade mal gucken noch. Täglicher Goldmarkentausch. 10. Dafür bekomme ich dann die Sommermarken. Okay. Alles klar. Mal gucken. Oh, ich könnte noch so viel auf Wanderschaft jetzt hier gehen, aber ich glaube, für heute war es das erstmal. Denn das wird sonst ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Und die Sachen suchen und sowas alles ist immer ein bisschen viel. Ja, das Östliche werde ich jetzt so auf die Schnelle auch leider nicht finden. Das dauert halt alles ein bisschen. Das wäre was für ein Stream. Oh, hier sind schon wieder überall Wölfe. Und hier ist auch jemand, der Hilfe braucht. Oh nein! Oh nein! Also wenn, dann mache ich schon mal ein Bild vom Wolf. Weil er findet mich ja sowieso. Er sieht schon cool aus, ne? Das muss man schon sagen. Der Wolf hat schon was für sich. So. Da laufen wir mit dem Wolf einfach mal so. Ach, schön eigentlich. Wie ein Haustier quasi. Aber auch nur quasi. Okay, Foto nochmal davon gemacht, immerhin. Und dann kehre ich direkt zu Starshine Ranch zurück. Und würde aber auch sagen, für heute reicht es erstmal. Ein bisschen die Ranch erkundet, das Camp Western erkundet. Jetzt weiß ich, was ich machen kann und wo ich es machen kann. Und da unten ist, glaube ich, auch irgendwo noch so ein Steinchen. Das werde ich gleich nochmal suchen. Und dann noch ein bisschen das Camp Western erleben. Und bis dahin würde ich dann sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.